Sehr gut. Natürlich extreme Nachfrage nach den Wohngebieten. Oh, natürlich gerade extrem Minus. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin der Ed von der Gaming.tv. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen City Skyline spielen auf der Karte Delta Range. Ich habe es mir hier extra aufgeschrieben auf meinen schlauen Zettel. Ja, City Skylines ist ein Aufbauspiel. Im Grunde wie SimCity, bloß nachdem EA ja das letzte SimCity gnadenlos verkackt hat, ist das hier der große Hoffnungsträger gewesen und absolut zu Recht. Dieses Spiel ist der Hammer. Auch wenn es jetzt schon etwas länger draußen ist, aber es macht nach wie vor Spaß, auch mit den Add-ons, die jetzt da drinnen sind. Also After Dark und Snowfall macht es unheimlich Spaß, immer wieder eine neue Stadt aufzubauen. Und ich würde ganz gern meine allererste Stadt mit euch jetzt zusammenbauen. Das heißt, meine allererste Stadt. Ich habe natürlich privat schon gezockt, aber meine erste Stadt mit euch sozusagen zusammen aufbauen. Und das Ganze machen wir auf der Karte Delta Range, was ich ja gerade schon mal gesagt habe. Und ich finde die einfach nur extrem geil. Alleine wegen dieser Anbindung hier schon, wegen dem, wegen der Autobahnanbindung und hier die Zuganbindung. Seht ihr ja, wie hammergeil das hier aussieht. Da kann man eine Menge draus machen. Ich gehe mal ganz kurz auf die ganz große Karte. Ne, ihr seht überall schöne Berge, da kann man so geile Dinger bauen. Und ja, falls ihr euch wundert, was hier für komische Musik läuft, das ist eine Mod. Das ist nämlich auch ein Vorteil von City Skylines gegenüber den SimCity von EA, dem letzten. Extrem geiler Mod-Support. Und ja, hier im Hintergrund läuft jetzt die Musik von Transport Tycoon, weil ich dachte mir, ist ein bisschen abwechslungsreicher als die Originalmusik. Und ich würde sagen, wir fangen, wir reden gar nicht lange, sondern fangen einfach mal an. Und als allererstes gilt es natürlich wie immer, eine Straße zu bauen. Das sagt er uns ja auch. Und ich mache es immer so, immer mal so ein kleines Stückchen. Dann verballert man auch nicht so viel Geld jetzt. Kann das wunderbar wieder wegmachen. Und ich mache als allererstes immer einen Kreisel eigentlich hin. Damit man später da keine Probleme bekommt. Ich versuche das immer so gut wie es geht mittig zu setzen. So, nehmen wir mal eine Einbahnstraße. Zack. Ja, dann sieht das symmetrisch auch ganz gut aus. So, als allernächstes ja schon. Allererstes würde ich ganz gerne hier diesen Bereich einmal so drumherum bauen. Quasi hier an diesen Hang. Ich finde, es sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und das machen wir jetzt mal. Am Anfang gilt natürlich, lieber erstmal etwas weniger bauen, bis man da gewisse Reserven hat, sag ich mal. So, schöne geschwungene Straße hier lang. Dann geht das hier runter, diesen kleinen Hügel. Dann kann man hier nämlich wunderbar schon mal die ersten Sachen dran bauen. Was ich auch mache, ich würde gerne eine Straße hier rüberlegen. Und zwar aus dem Grund, weil hier das Industriegebiet hinkommen soll. Weil wir hier dann auch später eine wunderbare Zuganbindung basteln können. Das ist der Plan. Ich versuche natürlich so sparsam wie möglich zu bauen. Deswegen nehmen wir auch erstmal nur die kleine Straße. Zack. Zack. Ich habe natürlich diverse Mods und Add-ons drauf. Auch diverse Häuser und so weiter. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach in die Comments. Ich gehe auf alles ein, gar kein Thema. So, gucken wir erstmal mit der Stromversorgung. Da nehme ich als allererstes mal das Kohlekraftwerk. Ist natürlich umweltschädigend, das ist klar. Aber es geht momentan nicht anders. Momentan müssen wir mit denen klarkommen, was wir haben. So, dann machen wir mal Folgendes. Dann bauen wir jetzt hier mal das erste Wohngebiet hin. Zack. Zack. Wasserversorgung brauchen wir natürlich auch. Und die würde ich ganz gerne eigentlich auch erstmal
irgendwo separat packen. Möglichst nicht zu nah an den Industriegebiet. Oh, die Kohle geht schon gut runter. Packen wir mal hier hin. Aller Anfang ist natürlich etwas schwer, das ist logisch. Ah, gehen wir mal hier rüber und klemmen das an. Jetzt brauchen wir hier noch Wasser. Zack. Und zack. So, jetzt haben wir Strom. Jetzt haben wir Wasser. Jetzt könnten wir eigentlich mal kurz schon mal starten, glaube ich. Ja, genau. Jetzt drücke ich mal auf Play. Und dann sehen wir mal, was passiert. Die ersten müssten gleich einziehen. Ich hoffe es zumindest mal. So, nochmal hier kurz ein bisschen Strom ranlegen. Dann müsste das laufen. Ich gehe mal schnell auf Beschleunigung. Gucken wir mal, ob sie hier was tut. Jawohl, die ersten kommen. Sehr gut. Sehr gut. Natürlich extreme Nachfrage nach den Wohngebieten. Oh, natürlich gerade extrem Minus. Aber wie gesagt, am Anfang ist es immer etwas schwieriger. Ich baue hier auch hier oben gleich mal weiter. Bis dahin erstmal. Ich nehme auch das hier mit. Da können sich ja kleine Häuschen bilden. Das macht ja nichts. Zack. Machen wir mal kurz das hier weg. Das stört mich dann doch ein bisschen. Die Reihe. So. Und diesen Zipfel, da brauchen wir auch nicht. So, wir machen natürlich noch Minus, das ist klar. Jetzt wollen sie natürlich Gewerbegebiete. Mal kurz ein bisschen Pause. Und ich wollte eigentlich mein Gewerbegebiet, mein großes Einkaufsgebiet, hier drum auf diese Seite hier legen, in Art, in eine Art Kreisel. So, jetzt haben wir's. Und dazu nehme ich erstmal das Stück hier. Weil Gewerbegebiete verursachen ja nun mal auch schon mal Lärm. Da ist kein Wasser. Da müssen wir natürlich was legen. Das ist logisch. Sonst geht das Gemeckere los. Lass wieder laufen. Müsste gleich einziehen. Oder auch nicht, weil da der Strom fehlt. Industrie wollen sie auch haben. Das freut mich besonders. So, dann gibt es hier mal schöne Industrie. Für euch. Wollt ihr ja haben. Ja. Ort ist bereits belegt. Ist in Ordnung. Machen wir so. Und falls ihr euch fragt, wo bekommt der Kerl sein Wasser her? Ganz einfach. Ich nehme nicht das Standard-Gedöns, sondern das hier ist ein Teil, was ich mir runtergeladen habe. Das ist ein Klärbecken sozusagen. Und ja, das versorgt unsere ganze Stadt mit Wasser und wir haben nicht diese ekelhafte braune Brühe. Kann man sich wunderbar im Steam Workshop runterladen. Das ist super. Das spart eine Menge ekelhaftes Gewässer hier, sage ich jetzt mal. So, die haben keinen Strom, das ist logisch. Die wollen Strom. Also gibt's mal kurz eine Stromleitung, bis sich das hier akklimatisiert hat. Da ist okay. Falls ihr euch wundert, warum ich hier die ganze Zeit so hoch gucke, meine Kamera steht leider da etwas davor und, ja, verdeckt mir so ein bisschen die Sicht auf diese Anzeige da. So, lass mal laufen. Ich hoffe, wir kommen jetzt mal so langsam in die grünen Zahlen. Ah, so langsam wird's ja. Also das hier natürlich, dass das hier dann so rübergeht von der Industrie durch das ganze Wohngebiet, das will ich natürlich nur ändern. Da werde ich nochmal eine direkte Straße hier dann hier irgendwie ranlegen, später. Guckt euch das mal an, wie geil das aussieht hier mit der ganzen Beleuchtung, das ist der Hammer. Das kann man hier so wunderbar bauen. Ich habe da so tolle Ideen. Und ihr könnt mitmachen, ihr könnt ganz einfach zum Beispiel Namensvorschläge einreichen. Wie soll unsere Stadt heißen? Wie sollen unsere einzelnen Stadtviertel heißen? Wir können auch euch einziehen lassen. Oh, und schon haben wir den ersten Meilenstein und können schon wieder etwas weiterbauen. Die Guten wollen jetzt mit Sicherheit natürlich hier unsere Müllentsorgung haben. Mülldeponie. Oder was ist das hier? Das ist eine ganz große. Ich muss mal gucken, ob wir eventuell Recycling Center haben.
was günstig ist. Sieht aber nicht so aus. Wir müssen erstmal Vorlieb nehmen mit der Mülldeponie. Ist okay, sag ich mal, für den Anfang. So, du kommst mal damit hin. So, dann wollen sie natürlich auch eine Arztpraxis haben. Machen wir hier oben hin mit. Obwohl, es wird ja eigentlich eine etwas größere Straße. Hatte ich mir so überlegt, dass wir die updaten. Machen wir mal schnell. So. Keine Sorge, die ziehen ja gleich wieder ein da. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer gelacht. So, Strom ist gerade etwas unterbrochen. Kein Problem. Babum, babum, Strom wieder da. So, hier dieses kleine Stück ziehen wir bis dahin. Weil da geht es dann weiter. So, jetzt kann ich mir hier oben wunderbar was hinbauen. Da ist jetzt nämlich schon eine dicke Straße. Das passt dann. Spare ich mir das Umsetzen. So. Dann müssten sie zufriedener sein. Sieht's aus? Nachfrage? Ja. Wunderbar. Ah. Dieser Regen. Furchtbar. Der Regen ist furchtbar. Der Regen ist wirklich furchtbar. Hier gehe ich dann gleich mit einer großen Straße. Und hier versuche ich jetzt mal. Ja, man sieht auch bei der Dunkelheit so ganz bescheiden, muss ich ehrlich sagen. Versuche das Ganze mal gerade anzusetzen. Aber auch nicht so leicht. Das wäre jetzt 90 Grad. Das wäre jetzt eigentlich 100%ig Grad. Naja, fast gerade. Ah, 89,2. Ja, 100%ig passt es nicht. Aber ist okay. Machen wir mal so. Legen wir gleich mal Wasser dorthin. Ne? So, Nachfrage. Natürlich Wohngebiet. Wie soll es anders sein? So, das passt. Geben wir mal ein bisschen Gas wieder. Damit auch die Nacht mal schnell rumgeht. So, da scheint es jetzt strommäßig zu funktionieren. Gucken wir mal. Ja, wunderbar. Dann können wir da das hier Gelumpe schon mal wegreißen. Sehr schön. Dann passt das nämlich auch. Na, was ist los, Leute? Habt ihr keinen Bock einzuziehen oder was? Oh, wir machen Minus. Nicht gut. Kommt mal ran hier. Was ist los? Habt doch alles. Außer eine Schule jetzt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, warum passt das jetzt nicht? Wir machen mal Folgendes. Ich gehe hier mal weiter gerade. Dann machen wir mal eine gebogene. So eine halbe. Und dann müsste eigentlich jetzt mal wieder was rankommen hier. Komm. 6000. Ja, wir machen ein bisschen Minus. Gefällt mir ja gar nicht gerade. Ah, jetzt kommt Nachschub. Sehr gut. Neue Bürger. Hier wollte ich gerne dann einen Park und die Schule reinsetzen. Eventuell auch noch so ein schönes Gebäude. Ich denke, das passt ganz gut. So. Da läuft's. Dann kommt schon, Leute. Aber auch wenig Nachfrage gerade. Das ist ein bisschen echt bescheiden. Haben wir so schön ausgewiesen. Und da kommt nichts an Land. Ah, wir nähern uns aber wieder einem Plus, das ist gut. So. Sehr gut. Hier soll dann ein großer Marktplatz hin und ein paar Gebäude. In Sachen. Dann sag schon, Einkaufszentrum. Hab ich mir so gedacht, sieht bestimmt cool aus. So, bin wieder im Plus. Es geht wieder aufwärts. Wann kriegen wir den nächsten Meilenstein? Den kriegen wir mit 700 Einwohnern. Läuft.
Sehr schön. So, lass mal gucken. Ich würde gerne das Ganze mal so machen. Ja, könnte das was werden? Ich glaube ja. Und das Ganze auch als Einbahnstraße. Zack. Weil hier soll dann die Schule rein und eventuell noch was anderes. Mal gucken, was wir da hinbauen. Schöner Wohnen, sozusagen. Hey, und schon haben wir den nächsten. Sehr gut, jetzt. Ja, ja. So, Feuer. Sicherheit brauchen sie auch. Die Güzen. Moderne Feuerstation. Die kostet nur 1000. Ist auch ein runtergeladenes Objekt. Hat 35 Kapazität. Der Brat kostet hier 12.000, hat nur 6 Kapazität. Das ist echt ein bisschen arg wenig. Der kostet 16 Dollar die Woche. Der hier 560. Ja, dann nehmen wir gleich die moderne. Machen wir die hier hinten dran. Könnten wir eigentlich, ne? Oder? Pflanzen wir die da hin? Ja, komm. Bauen wir sie da hin. Und dasselbe können wir mit dem Polizeirevier machen. Da habe ich nämlich auch ein Gebäude von. So, aber der passt da leider nicht hin. Finde ich gerade etwas schade. Na gut, machen wir so. Dann gibt es jetzt die Polizei auch noch dazu. Und die Schule hätten wir auch. Ich überlege gerade. Ja, machen wir so. Dann sind sie glücklich. So. Machen wir es mal so. Dann passt das auch. Jetzt warte ich natürlich drauf, dass wir auch, ja, ich sag mal, Parks und so weiter freischalten. Damit ich da ein bisschen dekorativ rangehen kann. Ja, hier haben wir nämlich noch nichts. Hier haben wir noch nicht die Kohle dafür. Was ist das hier? McDonald's. Shopping-Statue passt ja da jetzt gerade überhaupt nicht. Aber Mac ist in der Nähe von der Schule. Das könnte gehen, oder? Wollen wir da mal einen hinbauen? So direkt daneben. Oder lieber ein bisschen versetzt so, ne? So ist, glaube ich, besser. Können wir da noch einen Parkplatz oder so hinbauen. Und wir können unser erstes Stadtviertel auch schon festlegen, aber das machen wir später. Ja, guckt euch das an. Mit Kaffee drinne, Drive-In. Very nice. Hat auch gut was gekostet. Richtlinien können wir auch machen, aber viel wichtiger sind erstmal die Steuern. Ich mache die nämlich ganz gerne immer einen Punkt höher. Also 10 für die fürs Wohngebiet, 11 fürs Gewerbe und 12 fürs Industrie. So. Sieht doch schon ganz gut aus. Gefällt mir schon sehr gut. Läuft. Gucken nach dem Stromverbrauch. Sieht auch noch gut aus. Wasser sind wir auch im grünen Bereich. Ich sag mal, das läuft schon mal ganz gut an. Zack. Zack. Ja, dieser kleine Futze hier, ne? Ja, zack, zack, geht das hier. Wie gesagt, hier hatte ich mir was anderes überlegt. Hier würde ich gerne das Ganze dann mit einem großen Marktplatz füllen. So, lass mal gucken. Dass ich das hier mal update. Einen dicken Kreisel draus mache. Oh, nicht genug Geld. Oh. Okay. Lass mal es laufen. Ja. Industrie und Gewerbe. Beziehungsweise das wollen sie haben. Dann sollt ihr das ja auch bekommen. Machen wir hier bei der Schule noch was hin? Was meint ihr? Dahin? Obwohl, könnte zu laut werden. Aber andererseits müssen sie mit leben.
Machen wir es hier hin. Hier soll ja eh was hin. So. Die Leutchen wollen sie auch wieder haben. Mehr Wohngebiete, in Ordnung. Zack, zack. Aber nicht ganz, weil da hier soll noch... Nämlich Parks dann hin. So. Schub, 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 schub. Das läuft, das läuft. Dum, 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 dum. Sehr gut. Sehr schön. So. Straße. Da war ja was. Jetzt haben wir einen schönen Kreisel. Jetzt machen wir da die Ampeln noch weg. Dafür gibt es auch ein schönes, eine schöne Mod. Nennt sich Traffic Lights. Dadurch entfernt man diese unnötigen Ampeln, wo sich dann Staus bilden. Also eine sehr, sehr wichtige Mod, wie ich finde. Eins der wichtigsten überhaupt, die man haben sollte. So, wie sieht's hier aus? Sieht doch ganz gut aus, ne? So. Dun, 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 dun. Ah ja, oldschool. Schön oldschool. Mucke. Ah, war so. Ah. Soll doch keine Einbahnstraße werden. So. Mal füllen. Läuft. Aber Einwohner gehen runter. Das gefällt mir ja gerade gar nicht. So, nehmen wir mal hier die große Straße. Weil ich da langfristig eh noch Pläne mit habe. Na? Kurz. Jetzt. Ah, okay. Hat's kurz gehangen. So. Muss mal kurz weg, leider. Okay, du gehst mal da drauf. Weil hier wird's übelst werden. So, lass mal gucken. Da nehmen wir jetzt mal... Hier geht's auf jeden Fall mit einer Einbahnstraße rein. Kannst du nicht gerade machen, wirklich. Machen wir es so. Jetzt will der da immer ansnappen. Aber Gott sei Dank können wir das ja auch beheben. So, einmal geht's nach da. Einmal geht es nach hier drüben. So, und du? Schupp. Gehst nach da. Perfekt. Und du gehst nach da oben hin. So. Dann können wir hier ein wunderbares Marktviertel aufbauen. Sag ich mal. Zack, zack. Hier noch ein paar Einwohner hin. Und... Ja, machen wir erstmal voll. Unseren Markt können wir da gleich noch hinprügeln. Sag ich mal. So, jetzt wollte ich mich ja erstmal hier um das schöne Gebiet hier hinten kümmern. Und wenn ihr euch wundert, was das hier alles ist, das ist eine, auch eine Mod mit, nennt sich More Beautification. Damit kann man wunderbare Sachen machen. Da kann man hier Schilder hinsetzen. Alles nochmal detaillierter machen. Ich find's klasse. So, gucken wir mal nach Parks. Was haben wir denn hier? Kleiner Park. Warte. Haben wir das hier? Kleiner Spielplatz. Park mit Bäumen. Viel zu riesig.
4x4 Park mit Playground. Was haben wir hier? Central Park. Kommt später. Was ist das hier? Elevated. 4x1. Das ist mir alles zu... Das ist mir hier nicht schlecht. 4x4. Was haben wir hier? Renaissance Schlosspark. Oh, der ist groß. Markt. Ah, ich suche was ganz Bestimmtes. Was Passendes. Ich mache mal kurz auf Pause so lange. Bis wir den richtigen haben. Corner Park. Memorial Park. Was ist das hier? Teeny Park. Was ist das hier? 8x8 Park, riesig. 9x6 Park. Truckstop. Man hat ja auch eine Menge Scheiße dabei. Grillpark. Na, das passt alles nicht irgendwie. Irgendwie passt das noch nicht so ganz hin. Park and Ride. Walkaway Park. Könnte man hier hinbasteln. Ungefähr so. Macht man so und dann hat man schon. So, legt man noch eine Straße hier lang. Sehr geil. So, und dann haben wir hier noch bestimmt was Schickes für den hinteren links. Barbecue. Diese Einbindung geben wir aber auch in den Sack so ein bisschen. Family Park, 12x10. Boah. Central Park. So. Ja, ich habe gerade so viel Scheiße hier, das glaubt ihr nicht. Oh Gott. Was ist das jetzt hier? Noch ein paar Golfkurs. Nee, alles, was ich jetzt momentan nicht brauche. Ich brauche doch eigentlich nur mal was Passendes. Guckt euch das an, ey. Man hat so viel Kram. Mann. Hammer. Was ist das jetzt hier? Platz mit Picknicktischen passt nicht. Platz mit Bäumen passt auch nicht hin. Das ist wirklich ärgerlich jetzt. Und wieder zurück. So. Wir kriegen es gleich hin. Keine Sorge. Wir haben es gleich. So. Was ist das denn jetzt hier? Central Park. Jetzt will ich alles nicht haben. Das ist too much. Was haben wir denn hier? Memorial Park. Corner Park with Shop. Könnte man. Aber ich glaube, ich baue den hier hin. So. Dann nehmen wir noch einen Weg. Na. Der passt hier auch wunderbar hin. So. Bisschen Detailarbeit muss ja sein. Na komm. Wo sind die Bäumchen? Ich will die Bäumchen haben. Hallo? Ich will die Bäumchen haben. So, was haben wir denn hier Feines? Schicke Bäumchen. So, was nehmen wir denn da mal Passendes? Ich glaube die hier, ne?
So. Sieht doch wunderbar aus. Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Sieht doch schon schick aus, oder? Was meint ihr, Leute? Ich würde sagen, das war auch für die erste Folge heute genug. Haben wir gut was schon geschafft. Haben immerhin schon über 1000 Einwohner in unser kleinen, bescheidenen Städtchen, was noch am Anfang steht. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Denkt ans Däumchen, ans Feedback und wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge, alles in die Comments unten rein. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Euer Ed von der Gaming.tv. Bye bye.